Hallo liebe Pfeifenraucher auf YouTube, ich möchte einen kleinen Beitrag darüber machen, wie sehr manchmal Freude und Leid oder Freude und Grauen beim Pfeifenkauf zusammenliegen können. Ich habe vorgestern mich auf eine ganz große Pfeifeneinkaufstour begeben, dabei allerdings nur zwei Leute besuchen müssen. Und da habe ich zuerst eine rüstige Witwe besucht, deren verstorbener Mann Pfeifenraucher war, und das lag auf dem Weg zu meinem eigentlichen Anliegen. Und ich habe dann da halt die Fahrt in Kauf genommen, bin dann da aufgeschlagen und habe mir die Pfeifen zeigen lassen. Ich glaube, sie hat gesagt, das wären 20 Pfeifen circa und Petersen dabei und was weiß ich, also Stanwell, genau. Da habe ich mir gedacht, naja, da fahre ich jetzt mal hin und schaue mir das mal an. Und da kriegt man dann so eine Kiste vorbereitet und da sind dann die Überreste und Überbleibsel dieses Pfeifenrauchers drin gewesen. Und ich zeige euch die jetzt mal, weil das ist wirklich das, ich muss fast sagen, das Härteste, was ich bisher gesehen habe an zusammengeschrundeten und kaputten und ja, misshandelten Pfeifen. Es ist vor allem eine, die heben wir uns jetzt mal für den Schluss auf, und ich zeige mal ein paar Beispiele. Diese hier zum Beispiel ist ja also ein schöner Holmbruch. Dann da sind so Exemplare dabei mit Tesafilm geklebte Holmrisse. Da gibt es mehrere davon. Da ist dann noch eine, was sieht man noch? Ja, die finden wir schon wieder. Hier, das ist die Petersen. Die ist dann nur in dem Sinn auch nicht mehr wirklich verwertbar. Und ich habe dann zu der Frau gesagt, sagen Sie, hat Ihr Mann diese Pfeifen denn noch geraucht oder was? Die sind ja alle im Arsch oder kaputt irgendwie. Hat er das so noch geraucht? Und sie hat so gemeint, ja, die hat er so noch geraucht. Und das fand ich halt mal toll, das zu erfahren. Also, das sind keine ausrangierten Pfeifen, sondern das sind tatsächlich die Leib- und Magenpfeifen dieses Herrn. Der hat also kräftig, gern mal kräftig zugebissen. Hier ist noch eine Petersen Kildare, glaube ich, oder was ist das? Hier, der Prince of Wales ist das hier zum Beispiel. Und das hat er ja auch sagenhaft hingekriegt. Und mal Murrköpfe, wo das Mundstück fehlt. Und es sind auch zwei, drei, vier dabei gewesen, die man noch brauchen konnte. Hier ist nochmal eine mit Tesafilm geklebt und dann steckt da so lecker. Also ich habe dann zu der Frau gesagt, also echt, die können Sie wirklich wegschmeißen. Und sie hat dann halt gesagt, ja, sie bringt es nicht fertig, dann soll ich sie halt wenigstens wegschmeißen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann nehme ich sie halt mit und zeige sie euch auch nochmal. Was ein Tag des Pfeifenshoppings bei mir so an Ereignissen bringt. Ja, unten durchgebissen. Also, das lohnt sich dann auch einfach. Moment, ich mache mal Pause. Also einen Satz muss ich jetzt bei der Gelegenheit noch schnell reinschieben. Es ist ja so, dass man natürlich, wenn man, weiß nicht, viele Pfeifen kauft, dass es in jeder Sammlung mal vorkommen kann, oder es gibt Sammlungen, die sind besser berauchte Pfeifen, schön berauchte Pfeifen, oder es sind halt Pfeifen, grundsätzlich nicht so toll beraucht sind, aber diese schiere Ansammlung von reinem Schrott eigentlich, sowas habe ich vor allem in dem Sinn noch nicht gesehen, und das halt, also ansonsten dauert es halt mal, bis man mal so 30 Pfeifen zusammenbekommt. Da muss man dann schon mal ein paar Sammlungen aufgekauft haben, bis man dann mal so einen ansehnlichen Haufen an Schrott beieinander hat. Und hier muss ich sagen, war das wirklich das Besondere, dass der eigentlich nur noch aus Schrott geraucht hat, der Typ. Und das ist auch ekelhaft, das anzufassen. Man will sowas auch gar nicht mehr anlangen und auch gar nicht mehr groß rumarbeiten an so einem Graffel. Gut, so weiter im Bild. Hier habe ich noch ein ganz tolles Stück. Und auch die wird er sich dann da reingeschoben haben bis zum Heft, um da noch was rauszuzuzeln. Aus so einem Mundstück, das ist die Petersen. Hier unten durchgebissene Mundstücke. Also sowas ist schon,
Ist schon schlimm. Was haben wir denn hier? Ach ja, hier ist auch was Tolles. Da kann man dann auch schon durchschauen. Und nicht nur das, sondern auch unten durchgebissen und oben zusammengemümmelt. Und hier haben wir eine Dr. Boston. Dr. Boston. Silberfuchs. Eine Blitzschokar, aber da scheint mir das Mundstück eher von einer Denikothea zu stammen. Hier haben wir eine Petersen. Die ist eigentlich, die ist noch toll. aha. Ja, die ist nicht so. Da ist ein falsches Mundstück an einem Stanwell-Kopf, an einem faulen Mundstück nehme ich an, an einem Stanwell-Kopf. Und auch hier können wir durchschauen, hat es ein Sichtfenster nach unten. Und auch die hat er noch geraucht. Und naja, das ist nichts, das ist Klump. Aber jetzt kommen wir zum schönsten Stück. Das ist eine, ach ja, das ist eine Pfeife von Mario Gasparini, der auch unter MGM, Mario Gasparini Milano oder wo der auch immer ist, zu finden ist. Und die ist gestempelt Fine Briar Mario und oben steht Pipa di Gasparini. Eigentlich eine ganz schöne Canadian, naja, schön ist was anderes, aber immerhin eine Canadian, teilrustiziert so. Und die hat wirklich alles, was an einer Pfeife kaputt gehen kann. Also was man an der Pfeife zerstören kann oder verhunzen kann oder malträtieren kann, ist hier passiert. Also wo fangen wir an? Fangen wir mal beim Mundstück an. Mundstück oben ausgebissen, rausgebrochen, unten durchgebissen. Am Heulen ein Heulenriss. Geklebt. Mit Tesafilm behandelt. Und dann auch hier Kopfdurchbrenner mit Sichtfenster nach draußen. Und so, also da ist wirklich alles, was das Herz begehrt. Man könnte die Pfeifen vielleicht noch als Motorradbrillen oder so verkaufen. Wir vielleicht nochmal umarbeiten. Ja, das war doch mal ein Glanzstück. So weit muss man es erstmal bringen. Machen wir hier mal wieder den Laden dicht. Und dann bin ich eben weitergefahren und habe mir noch was Gutes antun müssen. Und habe dann noch mal eine richtig schöne Sammlung gekauft mit top gepflegten Pfeifen. Geraucht, aber top gepflegt, immer drauf geachtet. Und die sind jetzt nicht hier, die kann ich euch so nicht zeigen. Da habe ich mal, um einen Eindruck zu bekommen, mit meinem Handy drüber gefilmt ein bisschen. Und damit gehen wir aus dem Film heraus und so nah kann eben Leid und Freude und Gänsehaut vor Freude und Gänsehaut des Grauens beieinander liegen. Das wollte ich in diesem Video mal zusammenpacken. Das ist mir quasi innerhalb einer Stunde in die Hände gefallen. Ja. Fischzug des 14. Juli 2014. Dann wünsche ich euch jetzt im Ausgang mit diesen besonders sehenswerten und tollen Stücken, High Grades, High End Pfeifen, jede Menge noch einen schönen Ausklang. Schöne Grüße, Bombardonius. Ja, kommen wir hier also zum erfreulichen Teil der gestrigen Einkaufstour. Hier auf dem Tisch versammelt 144 Pfeifen. Wenn wir das kleine Köpfchen da rechts mit reinrechnen, das ist ein W.O. Larsen Versuchskopf bzw. eine Fehlbohrung. Dann sind es 145. Man kann wirklich sagen, das ist das Lebenswerk aus über 50 Jahren eines begeisterten Pfeiferauchers und Sammlers. Wir haben hier wirklich eine Batterie von Dunhills und englischen Pfeifen den ganzen Weg da hinauf. Hier bei der sandgestrahlten geht's dann mit Parker los, dann kommt eine Escort, dann kommen Sheratons. Da hinten ist eine unglaubliche Sheraton.
Das ist eine Rarity. Das ist die hier. Die ist riesengroß, hat ein ganz feines Straight Grain. Eigentlich eine Giant sozusagen. Handmade Sheraton. Ein unglaubliches Teil. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Eine BBB, GBD, Arlig, Barling, Peterson. Und dann kommt eine gute anderthalb Reihen von denen. Angefangen hier mit Veo Larsen. Ein unglaublich schönes Teil hier auch, das da. Die schönste Pfeife der ganzen Sammlung, finde ich, ist die hier. Da sind dann so grüne Papierchen drin. Das heißt im Grunde genommen, wie ihr euch vielleicht denken könnt, dass diese Pfeifen für mich von Interesse sein könnten. Diese Larsen hier sind ein ganz typisches Beispiel für die Delikatesse, für die Feinheit, für die Linie, mit der bei Larsen so unglaublich schöne Stücke gebaut worden sind oder eben auch wie diese Pfeife hier, die ein bisschen teilrustiziert ist. Ja, und dann nach den Larsens kommen hier Bungs, All the Way Up, lauter Bungs. Und ich glaube, hier sind wir bei Former angekommen. Hier, ja, Former. Das ist eine Bentley, zwei Former. Dann Anne Juli, Tony Nielsen, Peter Hedegaard, Jess Konowitsch, Jess Konowitsch. Eltern, drei Stück, Tao, eine frühe Winslow, Winslow, Kai Rasmussen, Karl-Erik Andersen, Phil Wiegen. Das ist eine ganz frühe Sonne auch von Nörding, daneben natürlich eine Karl-Erik. Hier ein Unbekannter, das ist mir noch nicht ganz klar. Dann geht's mit einer Reihe von Stanwells weiter. Dann hier zwei Svendborgs. So, und dann kommen wir zu den Savinellis und den Italienern. Hier noch zwei Autografen. Hier die zwei, die rote und die schwarze Sandgestrahlte. Dann Caminettos, Ascorti, Il Ceppo, Mauro Catini, Jacono heißt der, glaube ich. Und wer ist das nochmal? Tonino Jacono. Und das da hier ist, was ist das nochmal? Ser Jacopo, genau. Und Mastro di Paia, ganz oben. Und dann haben wir hier drei Japaner. Azuma soll ein Export von Zuge gewesen sein. Daneben zwei Zugepfeifen, dann dreimal Karl Jura. Hier viermal Robert Mewis. Unglaubliche Hasso Baudis. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann noch ein paar Deutsche wie Design Berlin. Eine Oldenkott darf natürlich nicht fehlen. Übrigens auch ein ungewöhnliches Stück. Ich so auch noch nicht gesehen. Ist eine Handmade. Handmade bei Oldenkott. Fair Play. Danish Design. Sehr ungewöhnlich. Zwei Jacome. Vier Butzen. Chocin, glaube ich. Einschließlich, na, das da ist eine Courieux, eine Jirsa, zwei Davidoff und hier im Übrigen auch eine der ganz unglaublich schönen frühen Davidoffs. Da habe ich ja mal ziemlich geschimpft über die heutigen, aber das, mit was, so wie Davidoff angefangen hat, das lasse ich mir eingehen. Das lasse ich mir eingehen. Und eine ganz, ganz schöne Lillehammer aus Norwegen, zu guter Letzt hier oben. Und das ist dieser Kantl von W.O. Larsen. Das hätte ein schönes Straight Grain werden können, aber da hat man sich verbohrt. Ja.
Das macht schon Freude, das ist aber auch viel, viel, viel Arbeit. Und mal schauen, wie das mit diesem Pfeifen hier weitergehen wird. Das ist natürlich jetzt, wie man auch anhand der grünen und gelben Zettelchen sehen kann, ganz besonders hart. Ich sollte mich da sehr zurückhalten, um die Kosten wieder reinzufahren. Aber wann hat man schon mal die Chance, an solche Pfeifen ranzukommen? Wenn sie vor einem liegen, ist es wirklich, das ist das Dilemma, dass man dann sagt, ja gut, eigentlich müsste ich sie jetzt, wenn ich gescheit wäre, alle wieder hergeben. Aber so wird es nicht laufen. Also hier sind mindestens in 20 Pfeifen schon so grüne Papierchen drin. Und mal schauen, wie das endet und wie sehr ich mich disziplinieren kann. Ob ich da vielleicht auch grüne Röllchen wieder rausnehme. Mal sehen. Okay.